Rennstrecke würde ich das Ding wahrscheinlich eher weniger in Zukunft bewegen wollen. Aber selbst wenn, du bist halt wirklich geschützt. Warum mache ich da eigentlich so ein Geheimnis draus? Weiß ich auch nicht. Soll ich es euch verraten? Lass den Ferrari rot einfärben, scannen die Farbe. Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute erfahren wir, was der Wagen für einen Lack bekommt. Beziehungsweise was für eine Farbe und was für ein Lack. Ja, es war eigentlich schon richtig. Und zwar kommt da ganz spezieller Lack drauf. Genau. Wir bauen quasi eine Schutzschicht auf, die wir ein Design oben drauf kriegen. Ne? Mhm. Unser PCP, der Aziva Autolack Peelable Car Paint. Und den färben wir ein. Wir haben das Auto wieder quasi auf Null gebracht. Null heißt wieder weiß. Genau, das haben die Leute noch gar nicht gesehen. Genau. Ich im Übrigen auch nicht. Das sehen wir gleich zusammen. Ja. Hier stehen zwar schon so ein paar Teile rum, aber das Auto selber, also hier quasi steht jetzt das Chassis drin. Sag mal Chassis, also Karosse. Ja, ja. Karosse. Die Karosse. Karosse, Stoßstange und sowas auf meinen kleinen, was sind die? Rampen. Auf meinen kleinen Rampenblöcken, damit man auch schön unter den Schredder kommt. Und das Ganze ist jetzt nicht auf High-End-Finish lackiert, also es sieht super aus. Aber High-End-Finish heißt ja für mich schleifen, polieren, richtig Spiegelglanz. Macht keinen Sinn. Also wir sind jetzt besser als die normale Werkslackierung, das sind wir jetzt schon. Aber ob da jetzt ein Staubpickel oder irgendwas drin ist, ist völlig scheißegal, weil mit unserem PCP decken wir das ab, färben das auch ein, dann kommt einmal Klarlack drauf und dann kommt noch ein, dürfen wir schon sagen? Ja, es wird noch eine Designlackierung stattfinden. Das Ganze halt komplett ohne Folie, ne? Wir machen das komplett mit Lack. Kannst du noch mal ganz kurz ein paar Sätze zu PCP sagen? Also PCP ist, ich habe jahrelang foliert, deswegen weiß ich um all die Nachteile von Folie und es hat mich immer genervt. Deswegen haben wir PCP auf den Markt gebracht. Es ist ein 100% wasserbasierendes Produkt, umweltfreundlich, das war mir ganz wichtig, gerade hier ökologischen Fußabdruck, man hat es nicht gesehen. Es ist transparent und lässt sich mit jeder Mischbank von jedem Lackierer einfärben. Also Wasserbasislacke, das heißt, wenn wir zum Beispiel vom Porsche Acid Green haben wollen, können wir die Farbe ganz normal in der Mischbank anrühren, vermixen sie mit unserem PCP. Machen deinen Klarlack da drauf und du kannst den schleifen, lackieren, wie du es gewohnt bist. Das heißt, wir können wirklich eine normale Lackierung abziehen ohne Abschleifen. Und erhalten die Historie vom Originallack. Bei dir jetzt gerade nicht. Aber wenn jemand so einen Oldtimer hat oder einen Klassiker, hat Steinschlag. Das ist ja rein theoretisch auch zuerst gedacht war, ne? Glaube ich. Genau, also das ist quasi. Also alles. Kennst du ja bestimmt, wenn du schon ein Auto hast. Du kriegst ja ganz selten ein neues Fahrzeug in die Halle rein, wo du einen Steinschlagschutz auffolieren sollst. Mhm. Das heißt, du hast immer ein oder zwei Steinschläge drin. Wenn du da eine Folie rüber machst, ist immer scheiße. Und bei PCP, das wird ja auflackiert, das legt sich also in den Steinschlag rein. Du kannst ihn auffüllen, kannst ihn wieder in Wagenfarbe abdecken und siehst keinen Unterschied. Und wir schützen auch alle Kanten, völlig entspannt. Mhm. Und auch eine Haubengröße ist völlig egal, wir müssen nicht rumstückeln. Bei deiner Stoßstange vorne zum Beispiel sind ja ganz viele Winkel und sowas, da hättest du mit Folie mal rumstückeln müssen. Weil die Folie ist ja sehr dick und steif. Mhm. Und wir lackieren das dann nass rum über mehrere Schichten. Und deswegen ist es die Form, Größe, Farbe völlig egal. Aber das gibt es nur vom Lackierer und nicht vom Folierer. Ich bin mega aufgeregt. Die Farbe steht schon ein bisschen fest. Ich bin gespannt, was ihr zu der Farbe hinterher sagt, wenn es fertig ist. Aber das komplette Ergebnis werden wir heute gar nicht sehen. Nee, noch lange nicht. Nee. Also, wir werden heute nur sehen, wie oder was es für eine Farbe ist. Dann den Aufbau des Lacks, sage ich jetzt mal. Wie das Ganze so vonstatten geht, weil hier findet zeitgleich noch eine Schulung statt, weil du auch Schulungen anbietest für dieses PCP, um ausgewählte PCP-Partner auszubilden. Genau, also wir haben unser PCP, das war erst ursprünglich nur für mich, dann fingen aber mehrere Lackierereien an, mich anzuschreiben über Instagram und gesagt, ey Danny, du Egoist, das musst du rausgeben. Da haben wir uns dann vor anderthalb Jahren entschieden, eine Akademie daraus zu machen. Das heißt, wir schulen hier zwei Tage lang ausgewählte Lackierbetriebe, also wir nehmen da auch nicht jeden, sondern wirklich welche, die lackieren können. Die kommen hierher, haben wir jetzt gerade, wir drei Firmen da, richtige große Kaliber, also da kommt noch demnächst was. Und wir gucken uns die Betriebe vorher an und ich weiß, sie können gut lackieren. Und deswegen machen wir jetzt das allererste Mal, dass wir quasi gleich ans lebende Objekt gehen und haben die ins kalte Wasser geschmissen. Jetzt zittern schon im Hintergrund. Nicht nur die, mich übrigens auch. Genau, aber ist ja gar kein Problem. Sollten wir irgendwie Scheiße bauen, dass da ein Läufer oder irgendwas reinkommt, kann ja passieren, weil das Auto ist weiß, du siehst ganz schwer. Deswegen werden wir wahrscheinlich die erste Schicht schon ganz leicht einfärben. Weil du hast ja so viele Kanten und Winkel. Also wenn wir scheiße laufen, scheiße lackieren, können wir es wieder abreißen. Ne? Wir haben keine Klebstoffe da drin, das ist auch geil. Also PCP hält rein, weg durch die Adhäsionskräfte. Vergleichbar mit diesen Malfarben, was Kinder in die Glasscheibe machen. Weißt du? Kannst du abmachen, wieder ranhängen. Dieses Window Color. Window Color, genau. Das hält ja nur ohne Klebstoffe und so hält PCP auch natürlich in einer Performance, die speziell für den Autolack gemacht ist. Mhm. Ja, das machen wir jetzt. Und, die Jungs da hinten haben das erste Mal so eine Pistole mit PCP gleich in der Hand. Aber erstmal zeigen wir dir,
Ja, genau. Erstmal mein Auto. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich habe ihn im Dunkeln markiert, deswegen wollte mich auch überraschen. So, jetzt siehst du hier noch nicht viel. Ja, haben wir schon gesagt, weiß ist er. Weiß ist er. Und wir nutzen jetzt quasi schon, ich habe das Auto markiert mit einem ganz schnellen Klarlack. Hat den Vorteil, wir brauchen jetzt gar nicht mehr ganz viel neu abkleben, sondern können direkt darauf PCP machen. Wie geil ist das denn? Deswegen, viele haben schon gesehen bei mir auf dem Instagram-Kanal, ja, der bleibt ja weiß, René, habt ihr doch gesehen bei Danny. Ja, weiß ist er, ne? Um ihn quasi einmal, wenn du ihn irgendwann wieder abreißt, steht dann weiß da. Genau. Und dann können wir uns ein neues Design überlegen, aber jetzt erstmal lassen wir die Folie drauf, kleben die gleich neu ab. Ja, ist schon cool. Guckt euch bitte diese ganzen Kanten an und so. Jetzt sieht das halt wirklich so aus, als wenn das eins ist, ne? Und nicht mehr so zusammengewürfelt, sage ich mal. Schon geil. Und auch hier die, Vorsicht, stolper hier nicht über den Schlauch. Auch das jetzt, ne? Den Ansatz, na, wo diese Katzenaugen hinten reinkommen. Na, hier war ja vorher hier der Ansatz, hier so ein Zentimeter draußen, dass du wirklich gesehen hast, das ist jetzt eine geile Fläche. Hier die Dichtnähte gezogen, dass es das auch wirklich aussieht, als wenn es... Ja, meine Kennzeichenhalter quasi clean. Da sind jetzt schon Magnete drin. Viele fragen immer, wie ich das gelöst habe. Da sind Magnete von Werk 2 sind da drauf. Genau, da waren schon ein paar Verschraubungen. Das habe ich wieder mit dem Sika, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, ne, diesen 2K-Kleber, wo wir auch das mit aufgefüllt haben. Aufgefüllt, glatt geschliffen, einmal grundiert, fertig. Das Einzige, was wir jetzt nicht gemacht haben, sind die PDCs. Die sind noch original. Da habe ich so eine spezielle Klebefolie hier. Die Dinger hier. Die sind eigentlich ganz cool. Die klebst du so hier rauf. Bupp. Aber mit PCP gehen wir gleich komplett rüber. Wir haben es beim T-Rock gesehen. Da haben wir quasi PCP über die Gummidichtung rüber gemacht. Haben wir über Folie damals auch gemacht. Trotzdem kann er noch genug vibrieren, dass das PDC 1A funktioniert. Kommt dann aber dann wahrscheinlich auch auf die Lackstärke an, oder? Ja, genau. Also, aber obwohl beim T-Rock haben wir ja gesehen, da waren ungefähr 400 µ drauf. Also das funktioniert einwandfrei. Es kann aber auch sein, dass es bei manchen nicht funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, schneidet man das ja frei, macht das raus. Ist natürlich doof, wenn du eine weiße Farbe hast. Also müsste man das PDC rausnehmen, was bei dir jetzt Schwierigkeit ist. Stimmt. Also ne, viele haben gefragt, warum lackiert man es nicht vorher? Es geht alles nicht. Ihr seht ja, das ist jetzt wirklich ein Bauteil. Also wenn jetzt jemand hinten reinfährt und wenn die PCs kaputt gehen, dann muss man irgendwie, ich weiß nicht, von hinten rankommen. Das ist, glaube ich, wirklich. Also es geht, aber es ist schwer und nee, hier oben wahrscheinlich nicht. Die Magnete habe ich damals mit Jan zusammen einfach hinter die Stoßstange gemacht quasi, im angebauten Zustand und das war schon reinste Katastrophe. Also du wirst da nicht rankommen. Genau, wir haben hier zwei Optionen, ne? Also man muss mal einen Tod sterben, sage ich mal. Ne? Ja, ja. Also entweder baut man das Auto so zusammen, dass man sagt, wenn ich mal einen Unfall habe, lässt sich das gleich zerlegen, hätten wir hier hinten diese Sicke eingeschnitten und hätten das mehrteilig gemacht. Oder wir sagen, wir machen das so, dass es geil aussieht, das war ja auch schon aufwendig. Und wenn halt ein Schaden entsteht, können wir es auch wieder heil machen. Ist genau. Aufwendiger, als wenn es Einzelteile sind, aber es ist halt so. Also es sieht halt so wirklich aus, als wenn es ein, also gerade wenn ich hier so die Seite entlang gucke, das sieht einfach aus, als wenn es ein Stück ist. Und genau das habe ich auch so gewollt. Ich bin mega happy. Da das Ganze ja hier heute eine Schulung ist, die Leute ein bisschen was lernen sollen, werde ich einfach immer mal wieder die Kamera anschmeißen, wenn Danny irgendwas erklärt. So, ne? Genau. Dass du einfach ganz normal deine Schulung durchziehen kannst. Und ja, normalerweise schult ihr an so kleinen Mini-Hot Rods? An so kleinen Mini-Hot Rods, Kotflügel. Aber da ich das Auto ja nun Freitag auf der Bühne hatte, sagte ich, es wäre jetzt blödsinnig, das runterzunehmen und wieder zwei Tage verstreichen zu lassen. Deswegen passte das ganz cool, dass auch andere Lackierbetriebe sehen, ey, es ist aufwendig, aber wir können das auch machen, neue Kunden gewinnen. Ja. Deswegen habe ich gesagt, ey, wir nehmen heute dein Projekt. Wie gesagt, wenn da irgendwie Scheiß passiert, wenn da irgendwo ein Läufer drin ist oder sowas, kann man das PCP wieder abziehen. Na, also da haben wir jetzt keine Gefahr, irgendwie dein Auto in irgendwas zu versauen. Also die Angst kann ich dir nehmen. Und was ich nochmal sagen wollte, es hat sich zwar bis jetzt noch keiner beschwert, aber falls jemand diesen Gedanken hegt, will ich es gleich mit ansprechen. Das hört sich zwar immer, wenn ich nach genauen Sachen frage oder so, das hört sich dann zwar immer so ein bisschen werbelastig an, aber man muss es euch oder wir würden es euch halt gerne einfach erklären und das geht halt dann auch irgendwie nur so. Ne? Es ist das Einfachste, ne? Weil ich habe auch versucht, PCP mal zu erklären und selbst Lackierer fragen mich, ja, was muss ich doch anschleifen? Und ich sage, nee, das ist eine Lackierung. Also wir sehen jetzt, das Auto ist lackiert. Ich habe hier nichts gefinisht, gar nichts. Also ne, hier ist ein Staubpickel, das deckt PCP aber ab.
Den kannst du irgendwann finishen, wenn du den abreißt, sagst, okay, ich will den weiß lassen, dann kann man den irgendwie schleifen und polieren, gar kein Problem. Ne? Aber wir gehen jetzt wirklich auf diese Beschichtung, auf diese Lackierung, gehen wir jetzt rauf. Den wischen wir noch einmal ein bisschen ab, gleich werden wir nochmal neu abkleben, ein bisschen, und dann kommt PCP direkt darauf. Ja. Ne? Also wie diese Window Colors auch. Da wird ja auch nichts geschliffen, wird sauber gemacht und dann wird losgemalt. So ist es hier auch. Ja. Und die Haftung ist, also man kann damit auch in die Waschstraße fahren, Dampfstrahler auch ganz vorsichtig. Das ist zu behandeln wie eine Lackierung, weil es ja eine Lackierung ist. Also es ist kein Sprühfolie, es ist kein Plasti-Dip. Wer mich kennt, weiß, ich wasche mit der Hand. Genau. Ja, okay, ich würde sagen, dann fangen wir mal an. Ihr könnt ja jetzt schon mal ganz kurz in die Kommentare noch mal ganz schnell reinschreiben, bevor ihr weiterklickt, was ihr denkt, was es für eine Farbe wird. Ich weiß es ja schon. Oh, dann sollen wir auf Stopp drücken. René, ich muss ausmachen hier das Ding. Wie ihr gerade im Zeitraffer so ein bisschen gesehen habt, haben die Jungs jetzt hier schon mal so ein bisschen abgeklebt. Jetzt haben wir erstmal Mittag gemacht, weil es schon wieder 15 Uhr. Das dauert halt immer so ein bisschen, damit das alles hier so halt perfekt wird. Ne? Da muss dann halt überall noch Folie logischerweise drauf und so weiter. Hier nochmal die ganzen Türleisten und sowas hochgenommen, dass auch dahinter direkt abgeklebt wird. Genauso wie hier. Dann ist hier so eine Gummileiste. Die wurde auch einmal komplett abgenommen. Und da ist so ein, ja, dieser Kleber, ne, von dem von dieser Gummileiste, den abzukriegen, also diese Klebereste, das hat ganz schön Zeit in Anspruch genommen auf jeden Fall. Aber wird. Es wird. Habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt, aber der Wagen ist ja jetzt einmal weiß lackiert worden. Ich muss mal meinen Arm abstützen. Der Wagen ist jetzt einmal weiß lackiert worden. Motorhaube ist noch nicht lackiert worden. Und der Lack, der jetzt hier drauf kommt, Farbe habe ich ja noch nicht verraten, der Lack, der jetzt hier drauf kommt, der ist halt wieder abziehbar. Ne? Du hast gleichzeitig einen Steinschlagschutz und du kannst es halt wieder abziehen. Und auch das Design, was wir dann hinterher drauf machen, auch das wird, habe ich ja, glaube ich, alles eben schon mal gesagt, aber ich bin halt so ein bisschen aufgeregt, weil heute ist halt der Tag, wo die Farbe drauf kommt. Oder die endgültige Farbe, wobei endgültig nicht, weil man es abziehen kann. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ist alles so ein bisschen aufregend. Glaub mir. Auch hier, wie die Nähte dann aussehen und so. Ne? Sieht halt wirklich aus, als wenn das alles eins ist. Das ist richtig, richtig cool. So, und den Vorteil, den ich halt habe, aufgrund dessen, dass es Lack ist und keine Folie, das Dach, jetzt kann ich es auch nicht mehr zeigen, weil Danny hat den Wagen, wie gesagt, schon einmal komplett weiß geduscht. Die Folie, die vorher drauf war, die hat das Dach, habt ihr ja im letzten Video gesehen, die hat das Dach halt so ein bisschen gelb gemacht. Ne? Und das passiert bei der bei dem abziehbaren Autolack halt nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Dann, wie gesagt, ich habe halt Steinschlagschutz, dass, falls ich doch mal auf der Autobahn so ein bisschen ballern werde, weil Rennstrecke würde ich das Ding wahrscheinlich eher weniger in Zukunft bewegen wollen. Aber selbst wenn, du bist halt wirklich geschützt, und dieses PCP, das kannst du halt unterschiedlich dick auftragen, je nachdem, wie dick du das machst, umso dicker ist halt auch der Schutz. Ne? Und ja, wie gesagt, das Gute ist halt, du kannst es auch wieder abziehen. Und das ist halt wirklich echter Lack. Also die Lackdose, die Lackdose, oder der Lackeimer ist das ja sogar, ist halt wirklich ganz, ganz normaler Lack. Und da kommt halt dieses PCP-Zeug von Danny noch mit beigemischt, und das macht es dann halt wieder abziehbar. Ist eigentlich ganz cool. Wie gesagt, wenn es immer so ein bisschen nach Werbung aussieht oder so, ist keine Werbung. Ist halt nur, hier steht zwar Werbevideo, muss ich halt aus rechtlichen Gründen immer machen. Aber ja, stellt euch vor, ich würde das einfach, ohne euch irgendetwas zu erklären, einfach nur ein Bild bei Insta posten. Das hätte ja halt auch dann irgendwie so keinen Sinn. Deswegen erklären wir oder versuchen wir halt immer alles so genau wie möglich zu erklären. Ach, sieht schon wirklich fett aus. Hier zum Beispiel. Hier wird ja, das wird noch schwarz gemacht, genauso wie hier unten das Schwert. Ne? Das wird ja auch alles noch komplett schwarz. Das kommt jetzt halt mit PCP dann aber
drauf lackiert. Bei dem Dach sind wir uns auch noch nicht sicher, was wir da machen, ob wir da in schwarz lackieren. Ich muss wieder meinen Namen ablegen. Ob wir das Dach schwarz lackieren, wie ich es zum Beispiel vorher auch hatte. Ja, keine Ahnung. Auch designtechnisch wissen wir wirklich noch nicht, was wir machen. Erstmal gucken, wie das Auto gleich in der Farbe aussieht. Ihr werdet heute nicht, weil wie gesagt, hier findet halt so eine Schulung statt, ihr werdet heute nicht das komplette Auto in der kompletten Farbe sehen. Ich versuche von der Zeit her, weil die Schulung geht doch normalerweise über 2 Tage, nur morgen zum Beispiel habe ich absolut keine Zeit leider. Ich versuche euch das Auto heute schon mal in der fertigen Farbe zu zeigen. Dann werden wir noch mal auf jeden Fall noch ein Video machen, wie wir das Design aufbringen, was auch immer das für ein Design wird. Ich könnte mir so einen Racing-Look, wie ich vorher hatte. Das fand ich eigentlich ganz cool, auch so in diesem Alu-Style zum Beispiel. Und keine Ahnung, so ein bisschen H&R, so wie die Rennwagen das halt haben, ne? Würde dem Wagen, glaube ich, ganz gut stehen. Könnt ihr einfach mal unten in die Kommentare schreiben, nachdem ihr dann die Farbe gesehen habt. Warum mache ich da eigentlich so ein Geheimnis draus? Weiß ich auch nicht. Soll ich es euch verraten? Aber dann guckt ihr wahrscheinlich das bis zum Ende nicht mehr. Ne? Aber ihr könnt auch zappen. Ich sag's euch. Oder? Kreidegrau vom Porsche wird's. Finde ich mega geil. Habe ich ja zu Anfang in dem allerersten Video habe ich da ja schon mal die Frage gestellt und ich habe mich so in diese Farbe verliebt und gibt es halt auch einfach, die gibt es einfach nicht auf dem Golf. Ne? Es gab mal einen Golf, der hatte das als Folie drauf, das sah auch eigentlich ganz cool aus. Allerdings hat das für mich persönlich nicht so zu 100% diesen Ton Kreidegrau von Porsche getroffen und ja, jetzt mit der Lackierung wird es, die ganze Farbe und sowas ist ja alles von Standox, ne? Auch der Klarlack ist von Standox und so weiter. Und hier kam dann einfach eine komplette Dose, oder sage ich schon wieder Dose, ein Eimer kam dann hier einfach an mit Kreidegrau. Da wird, wie gesagt, dann einfach gleich das PCP von Danny mit reingemischt. Und dann, ihr werdet es gleich noch ganz genau sehen, ich laber jetzt schon viel zu viel wieder, wird einmal ganz so eine dünne Schicht von diesem PCP aufgetragen, so wie ich das verstanden habe. Und dann wird die Kreide aufgetragen. Mega. Ich bin wirklich gespannt, wie das Auto dann aussieht, weil ich es, wie gesagt, bis jetzt halt nur auf Porsche gesehen habe und auf einem folierten Golf. Da, das hat mir aber nicht so 100% zugesagt, weil es, wie gesagt, den Ton auch nicht zu 100% getroffen hat. Ja, jetzt würde ich sagen, genug gelabert. Es ist brutal warm heute. Ich glaube 33 Grad oder so. Geht mal los. So, hier ist jetzt alles einmal schon mal abgeklebt erneut. Das ist jetzt fertig. Jetzt wird gleich der Lack angemischt und dann geht's los. Seid ihr aufgeregt, direkt an meinem Auto euch zu erproben? Nö, wir gucken, ne? Wir machen das Beste draus, oder? Schauen wir mal, was wird. In die Hose geht es immer wieder. Ja. Achso, ja, jetzt haben Sie die Farbe auch schon gesehen. Ist Kreidegrau von Porsche. Haben Sie schon gesehen? Dürfen wir darüber sprechen? Ja, jetzt ja, habe ich ja gerade den Eimer gezeigt. Kreidegrau sieht das ja in der Beleuchtung so ein bisschen gelblich aus. Aber die Farbe ist eigentlich relativ, das ist ein geiles, neutrales Grau. Es hat vielleicht einen leichten Gelbstich, Gelb-Rotstich. Ja. Was ich jetzt mache, rate ich eigentlich von ab, aber wir müssen das machen. Gerade wenn wir das erste Mal lackieren. Ich werde jetzt ein paar Tropfen Grau mit reinmachen, dass er zumindest wolkig wird, ne? Dass wir sehen, wo wir waren. Würde ich normal nicht machen, aber wenn du es abziehst, kann sein, wenn du halt zu viel Farbe drin hast, dass du das Pigment bei einer rauen Lackierung, Regenlackierung, dass es drin bleibt, dass du es dann rauspolieren musst. Ne? Da wir aber eine frische Lackierung haben, ist das jetzt nicht so dramatisch. Fürs Video nochmal, PCP an sich ist erstmal transparent. PCP ist transparent, kristallklar. Können wir auch transparent auflackieren mit Klarlack. Oder
In den letzten Gängen färben wir das in unserer x-beliebigen Farbe ein. In dem Fall nachher kreidegrau. Was wir jetzt machen, wir lackieren jetzt weiß. Quatsch, das Auto ist jetzt weiß, das ist echt schwer zu sehen. Also da habe ich schon im Klarlack zwei, drei Läufer reingehauen. Aber du siehst nicht, wo du warst. Und deswegen färben wir jetzt schon in der Primerschicht, machen wir ein paar Tropfen Grau rein, damit das Auto zumindest ein bisschen wolkig ist, damit wir sehen, wo wir waren. Gerade bei den ganzen Winkeln und sowas muss man das sehen. So, aber als erstes machen wir, machen die Mischung. Wann hast du vor, das Auto abzureißen? Erstmal nicht, ne? Nee, erstmal nicht. Das soll... Sollte schon ein bisschen länger bleiben. Genau. Da das Ding ja auch über 400, 500, 600 PS hat, nehmen wir etwas stärkere Haftung. Also wir machen jetzt wirklich 3:1 drauf. Drei Teile PCP, ein Teil Primer haben die stärkste Haftung. Sieht, das ist relativ dünnflüssig. So ein bisschen wie Milch, ne? Ja. Dann halt, du siehst halt auf dunklen Farben, siehst du halt über Wasserbasen, auch wenn er trocken ist. Aber weißt du nicht, was du drauf gespritzt hast. Wichtig ist auch, drauf rühren, nicht schaumig schlagen. Das Gute ist ja, wir haben genug von da und du musst es ja auch nicht wegkippen. Naja. Das ist ja kein Härter oder irgendwas. Ist das jetzt nochmal das gleiche? Nein. Nee, das ist der Primer. Der Primer, dass es universell auf jeder Lackschicht geht und dass wir die richtige Anfangshaftung haben. Wir können hiermit so ein bisschen die Haftung bestimmen. Deswegen habe ich gefragt, wie lange willst du es drauflassen? Dann würden wir es jetzt für einen Monat drauflassen. Dann nimmt man etwas mehr Primer rein, dadurch wird die Haftung leichter. Weil PCP pur ist enorm von der Adhäsionskraft. Quasi hiermit nehmen wir die Adhäsionskraft runter und es funktioniert auch auf empfindlichen Lacken. Das, was wir hier über haben, nicht für den zweiten nächsten Gang nehmen, weil hier ist wichtig, einen dünn geschlossenen Gang. Das langt. Weil machen wir das zu dick? Na, die Primerschicht ist nicht so stabil, das ist quasi die normale P1-Technologie mit den recycelten Materialien drin. Na, die soll wirklich nur 4 runter sein, die ist nicht für die Stabilität da. Das heißt, je dicker wir diese Primerschicht machen, umso empfindlicher wird die erste Schicht. Dass es wolkig wäre, dass wir sehen, wo wir waren. So, Jungs, ihr gebt alles, ne? Versuchen's. So, ist ein bisschen laut, weil hier noch alles an ist. Ja, guck mal. Das ist bis jetzt nur so ein bisschen PCP, ne? Ja, PCP ohne Klarlack. Wir haben auch hier deinen Kotflügel mitgemacht. Den kannst du mal auf Treffen oder irgendwas mitnehmen. Das ist ein originaler Kotflügel. Das ist der originale Kotflügel. Den lackieren wir einfach mit. Da ist noch kein Klarlack drauf. Und wir haben extrem viel PCP drauf, weil wir auch einen extrem hohen Lackaufbau haben.
Dadurch sieht es ein bisschen rubbelig aus, weil wir auch jetzt heute in der Kabine teilweise 35 Grad haben. Und auch diese kleinen scheiß Gewitterfliegen. So zwei, drei Stück haben wir schon mit einlackiert, jetzt ist sie lebt aber noch. Ja, jetzt sind wir fertig, jetzt kriegt er quasi nur noch pur. Wir haben jetzt PCP immer mit der Farbe gemischt. Jetzt machen wir Eingang nur Farbe. Wasserbasierenden Lack von Standox machen wir jetzt hier rauf. Den lassen wir trocknen und dann kriegt er zwei Gänge Extreme Plus Klarlack. Der ist auch innerhalb von einer Dreiviertelstunde wirklich den ganzen Schleifen und polieren. Und dann bleibt das Auto wieder ein paar Tage stehen. Erst dann wird der Klarlack glatt geschliffen und dann geht es mit dem Design weiter. Ja, also jetzt haben wir quasi eine heftige Vorarbeit gemacht. Wir haben jetzt hier, was haben wir jetzt hier drauf? 7,5 Liter PCP sind jetzt hier drauf. Nur auf diesem Wagen, inklusive Dach. Da geht immer richtig was drauf. Ja, jetzt kommen noch mal ungefähr 3 Liter Klarlack hier drauf. Und dann kommen noch mal diese Woche kommen dann noch mal die ganzen Teile. Türen machen wir auch innen außen. Und das ist halt das Geile hier, guck mal. Wenn du jetzt die Tür aufmachst, siehst du von der Grundfarbe nichts. Ja, so finde ich muss es sein. Mit Folie wäre es halt mega gestückelt hier um die Dinger rum. Ja. Deswegen ist halt unser Vorteil PCP. Lackierst du in jede Sicke, in jede Kante rein. Auch da unten sind wir gut reingekommen. Radlauf schön. Na, auch hier hinten Heckkofferraum mit. Das heißt auch die Heckklappe wird von innen und von außen lackiert. Scharniere haben alles mit, sowas kannst du nicht folieren. Da unten wir halt die Farbe, die wir haben müssen. Ja. Porsche Kreidegrau. Gibt es als Folie nicht, nur ähnlich dran, genau. Dann aber nicht der Glanz oder es verfärbt sich wieder ein Dach, kennen wir schon alles, ne? Ja. Deswegen, jetzt kennt ihr PCP so ein bisschen, wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne, schaut mal auf schrammwerk.com, da ist ein bisschen was erklärt oder guckt bei René Bauche auf den YouTube-Kanal oder auf meinem demnächst, Dennis Schrammwerk kommt jetzt die nächsten Wochen, da erklären wir genau diese Geschichten und auch, was das ab kann. Dass das gut aussieht, ist die eine Sache, aber auch die Funktion, dass du wirklich einen Steinschutz hast, einen Backsteinschutz, also wirklich, du kannst jetzt hier mit Backstein auf rumreiben, da kommst du nicht durch. Na, du machst die zwei Lackierungen kaputt, das ist die PCP-Lackierung, aber dem Originallack passiert auch noch nichts. Ja, okay. Das ist der Stand der Dinge. Jetzt gehen wir rein, machen nochmal Klarlack. Nee, Quatsch, die Farbe erst, dann kommt der Klarlack. Und dann kann man schon mal ein bisschen was sehen. Und dann wird er abgerissen komplett und wird jetzt für die nächste Lackierung, nachdem er geschliffen ist, komplett neu abgeklebt wieder, dass wir wirklich saubere Kanten haben. Dass nichts reinfällt. Ja, so ist der Stand der Dinge. Aber sieht schon geil aus jetzt, ne? Ja, mega. Wenn man bedenkt, wie die erste Schicht, wir haben nur hauchdünn grau auf weiß rauf, der sieht, da sah es so ein bisschen erst pink aus, dann sah das gelb aus. In dem Licht ist er sowieso noch mal ein bisschen anders, aber die kreidegraue Farbe, die ist schon als Basis für die Lackierung, die wir oben drauf machen. Da wollen wir noch ein paar Farben mit reinmachen. Da bin ich mir mit René noch nicht ganz einig, was wir darauf machen oder was für Effekte. Auf jeden Fall Rennsportoptik. Aber so, dass wir die Konturen nicht kaputt machen. Also ich will wirklich, na, weil jetzt siehst du, das sieht geil aus wie ein Stück. Ja. Das will ich jetzt nicht durch irgendein wildes Muster kaputt hauen, sondern diese Backe muss, finde ich, irgendwie geil sichtbar sein, wo das auffällt, dass dieser Bodykit. Und da überlegen wir uns zunächst, geiles Design. Ich mache so ein paar grobe Ideen. Und dann setze ich mich mit René zusammen, dann sagt er noch hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen Logos rein, Zahl drauf. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt, da so ein bisschen bei zu sein, dass wir euch so ein bisschen mitnehmen quasi in die Designfindung und sowas. Wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr die auch gerne einfach unten in die Kommentare ballern. Wir könnten ja einen Instagram-Livestream machen, wenn du nächstes Mal hier bist, wenn wir das Design machen. Dann setzen wir uns mal einen Rechner, könnten wir eventuell ein bisschen streamen, oder? Ja, könnte man auch direkt YouTube. Oder YouTube streamen, ja, geht auch. Ja. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, sag mal Bescheid. Dann suchen wir uns ein Datum aus, irgendwie nächste Woche oder so. Und dann gehen wir mal live. Und dann sprechen wir mit euch das Design durch. Na, was für Ideen ihr habt, können wir mit einfließen lassen. Finde ich ganz gut. Ja, finde ich auch. So, ich muss das lackieren. Okay. So, jetzt haben wir zweite Schicht Klarlack drauf. Genau, Klarlack ist fertig. Was heißt Klarlack ist fertig? Na, also die den Bildschirm groß sehen, sehen, dass hier eine extreme Orangenhaut drauf ist. Weil wir haben jetzt keinen Klarlack genommen, der quasi das Finish macht, der sich schön glatt zieht. Sondern hier ging es darum, quasi extrem dick PCP zu machen. Also wir haben dicker PCP als sonst gemacht, weil ich das Auto jetzt einmal glatt schleife. Dann kommt das Design drauf. Dann wird das ganze Design nochmal in Klarlack eingebettet, um diese Abklebekanten und sowas rauszumachen. Und dann wird er nochmal geschliffen. Das heißt, hier kommt jetzt nochmal zweimal, kriegt er jetzt noch Klarlack drauf, bevor der das Finish hat. Ne? Und deswegen ist das jetzt hier
nur für ausgelegt, quasi PCP-Schutzschichtstärke draufzukriegen, dass du es vernünftig den herabziehen können irgendwann mal. Und dass die Farbe drauf ist. Also die Farbe ist jetzt quasi unter dem Klarlack geschützt. Jetzt wäre das Auto in ein paar Tagen angeschliffen. Aber der ist ja schon, den haben wir vor 10 Minuten lackiert. Seht ihr? Das ist ein Klarlack, der bei Luftfeuchtigkeit jetzt. Also die sind vor einer 12 Minuten oder so, sind die aus der Lackierkabine gekommen. Den könnte ich jetzt schon gleich, in 5 Minuten könnte ich den schon schleifen. Und darum geht es, dass ich den schnell bearbeiten kann, dass die Lösemittel da schnell verfliegen, dass wir schnell weiterarbeiten können. Ja. Aber das Ergebnis, also Farbwahl war auf jeden Fall für mich persönlich, und darum geht es ja auch, die richtige Entscheidung. Ich bin jetzt schon mega zufrieden. Genau, und hier drin ist auch nochmal, Tageslicht sieht das ja nochmal ganz anders aus, wenn die Türen nachher drin hängen. Ne? Ja. Aber von der Fläche jetzt, ich weiß gar nicht, wie es über die Kamera rüberkommt. Also kannst dieses Grau gar nicht definieren so richtig. Es hat manchmal einen Gelbstich, manchmal hat es einen leichten Rotstich. Also es variiert trotz Uni-Farbe. Uni heißt, dass kein Metallic drin und auch kein Pearl, sondern es ist wirklich eine metalliklose Farbe. Und dafür ist sie sehr, sehr geil. Wie gesagt, von Porsche 991 GT3. Da ist die, glaube ich, drauf. Und ich glaube auch bei ein paar Boxermodellen. Ne? Kreidegrau von Porsche. Das kann ich dir gar nicht so genau beantworten. Weiß ich ja bei den gelben GT3, den wir gemacht haben, mit den schwarzen Streifen. Der ist nämlich kreidegrau gewesen. Und da sagte der Kunde halt, nee, kreidegrau. Also mir ist die Farbe egal, ich möchte meinen Racing Gelb haben von Porsche. Und das haben wir ihn dann aufgemacht. Und dann auch genau wie hier innen außen, dass du von der Grundfarbe gar nichts mehr erkennst. Und das wird bei dir auch so sein. Also du wirst nachher nicht sehen, das ist irgendwie mal weiß gewesen, das Auto. Ja, und das Gute ist halt wirklich hier, man kann es einfach wieder abziehen, ne? Nicht einfach, ne? Weil es soll ja einen gewissen Schutz haben. Das müssen wir auch machen. Du musst das Auto natürlich wieder genauso zerlegen wie jetzt, ne? Weil wir haben ja PCP auch unter den Verschraubungen, Scharnieren und überall. Also du musst ihn wieder auseinanderbauen, wenn du es abmachen willst. Hast aber dann quasi, in dem Fall jetzt nicht, aber beim Oldtimer schützt du die Historie von dem, ich sag mal, so einem alten Ferrari. Ne? Wenn du sagst, du hast ein Auto, was 40 Jahre alt ist, da sind Steinschläge drin. Aber für den Sammler, gerade bei Ferraris ist es so, für die ist die Historie wichtig, dass es alles original ist. Ne? Viele wollen aber nicht mit so viel Steinschlägen rumfahren. Also können wir PCP drauf machen, das in Ferrari rot einfärben, scannen die Farbe und dann hat er quasi die Historie des Fahrzeugs konserviert unter dem PCP. Und wenn das Auto irgendwann verkaufen will oder es kriegt wieder dieses Klassik-Zertifikat, kann er theoretisch PCP abziehen und jeder Steinschlag darunter ist vorhanden. So wie bei dir auch völlig geschützt die Grundfarbe jetzt konserviert ist. Mhm. Genau deswegen haben wir jetzt so dick PCP drauf gemacht, weil wir haben natürlich auch Lösemittel und Klarlack, die ziehen ein und deswegen haben wir jetzt extrem dicke Schicht, den schnellen, trockenen Klarlack, dass wir nicht so viele Lösemittel einfangen. Also sind ein paar Sachen zu beachten, auch beim Abziehen. Es ist nicht so einfach, soll es ja auch nicht. Ne? Du sollst ja über die Waschstraßen fest, Steinschlag fest, Backstein fest, hast du ja gesehen. Mhm. Mit dem Backstein auch rumreiben, was das wirklich ab kann. Ja. Ja, mega. Und dann haben wir echt einen Lackglanz. Wir können nachher noch eine Keramikbeschichtung oben drauf machen. Ne? Und der wird halt glänzen wie der T-Rock, den ich gemacht habe. Also das wird, sieht jetzt nicht danach aus, aber ist auch noch nicht gewollt, weil jetzt wollen wir nur die Schicht aufbauen, auf dem wir das Design machen. Ja, aber haben auch die Jungs, danke nochmal, echt gut gemacht, ne? Also für die erste PCP-Lackierung, man bedenke, wir hatten teilweise 35 Grad in der Lackierkabine. Das hast du natürlich, das wasserbasierende Produkt, wenn du hier am Dach nebelst, nebelst du natürlich immer wieder darüber. Ne? Das ist dann wie so ein Overspray, das macht die Oberfläche so ein bisschen ruppig. Aber das ist völlig egal, weil ich das sowieso schleife. Ne? Und dafür haben wir, also für die erste PCP-Lackierung haben wir es echt super gemacht. Ich habe auch wieder was dazu gelernt. Ne? Du kriegst ja mal mit, ich habe das Lacksystem, lackier mal so und so, mach mal so und so. Also coole Truppe heute. Mhm. Ja? Das war cool. Langer Tag, Langer Tag. Schon nach 20 Uhr. Ja, ich bin auch so, das Wetter hat mir heute richtig, kenne ich gar nicht. Also mir war den ganzen Tag kodderig und ja, so ein bisschen verspannt. Aber jetzt geht die Temperatur und das hat eben schön geregnet. Und ich würde sagen, jetzt nehmen wir Feierabend, Malzbier und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja. Dann danke fürs Zugucken. Ja, Farbgebung, ich hatte es ja rein theoretisch von Anfang an schon gesagt, ne, dass die Farbe für mich in Frage kommt und ich bin mega happy mit meiner Entscheidung. Ja, ist einfach geil. Ihr werdet das Auto, wir haben ja jetzt die ganzen Teile wie Türen und Stoßstangen, Kotflügel haben wir noch nicht lackiert. Das macht ihr jetzt die Tage noch, ne? Ja. Ihr seid wieder das nächste Mal dabei, wenn es darum geht, ums Design. Genau. Wo wir live gehen wollen. Genau, da wollen wir ja live gehen. Könnt ihr unten in der Video in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf habt. Letzte Woche ist kein Video online gekommen, weil ja, ich habe keinen Bock, euch irgendwie irgendwas zu zeigen. Ne? Ich bin jetzt auch nicht so der YouTuber. Ich begleite so ein bisschen mein Auto. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.